Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Einige Zuschauer haben mich darum gebeten, auch das neue Huawei S&P 6 zu testen. Dem komme ich natürlich gerne nach und deshalb schauen wir uns wie immer zunächst einmal an, was sich alles im Lieferumfang befindet. An dieser Stelle geht wieder einmal ein Dank an getgoods.de für die Bereitstellung dieses Testgeräts. Wir sehen hier eine etwas ungewöhnliche Verpackung, also die alten Verpackungen, was heißt alt, vom Huawei S&P oder vom S&P 2, die sahen anders aus. Wir sehen hier Huawei S&P 6 auf der Seite nochmal dasselbe und auf der Rückseite nur die Anschrift von der deutschen Stelle, von der deutschen Niederlassung von Huawei Device. Aber es sieht meiner Meinung nach ganz schick aus, das ist mal etwas anderes. Wir haben hier natürlich auch wieder ein Siegel, das man durchtrennen muss. Und dann kann man das Ganze hier einfach an diesem, ja, an dieser Schnur hier rausziehen. Und zum Vorschein kommt natürlich ganz oben erstmal das Smartphone an sich, das Huawei S&P 6. Das holen wir hier heraus und legen es zur Seite. Wir schauen uns das gleich noch etwas genauer an. Das Smartphone gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal hier in Schwarz, außerdem auch noch in Weiß und in Rosa. Also da sollte wirklich für die meisten Geschmäcker etwas dabei sein. Ja, das sieht hier alles etwas ungewöhnlich aus. Ihr seht es hier, das sind verschiedene Zeichen auf diesen Kartons drauf. Einmal hier das USB-Zeichen und für den Ladeadapter vermutlich. Wir wollen das Ganze hier mal aufmachen und schauen, ob sich das auch bewahrheitet. Das kennt man ja so ähnlich schon vom Huawei S&P 2. Und ihr seht, es ist wirklich so, wir haben hier unser Micro-USB-Kabel und unser Modular und zusammen ergibt das dann unser vollwertiges Netzteil. Auch beim schwarzen Gerät ist das wieder Huawei typisch schon und Samsung macht das auch so in Weiß gehalten. Das legen wir zur Seite und dann werden wir hier drinnen vermutlich auch noch ein paar Kopfhörer finden. Wie gesagt, ich finde, das Ganze sieht ganz nett aus, ist natürlich Geschmackssache und es ist mal was anderes, also jetzt das Verpackungsdesign. Ganz normale Stereo-Kopfhörer, wie man das kennt, ich vermute dieselben, die auch schon beim S&P 2 dabei waren. Wenn das der Fall ist, dann ist das nichts Besonderes. Ansonsten finden wir hier wahrscheinlich noch das Übliche an Papierkram drinnen. Das ist jetzt der letzte von diesen Kartons. Und eine Überraschung, es gibt hier auch noch ein Case dazu. Das ist so ein Gummicase. Das Ganze ist durchsichtig gehalten hier beim schwarzen Modell in Schwarz. Also auch eine ganz nette Geste meiner Meinung nach, denn das ist ja so nicht selbstverständlich, dass die Hersteller auch noch eine Hülle mitliefern. Wobei Hülle hier ja übertrieben ist, es ist wirklich nur zum Schutz der Rückseite gedacht. Ansonsten natürlich noch das übliche Quick Start Guide, Warranty Card, also Garantieinformationen und ein paar Safety, also Sicherheitsinformationen. Das war's vom Lieferumfang. Ihr seht schon, in der Verpackung ist so verpackungstechnisch etwas mehr drin als normalerweise, auch vom Zubehör her, also alles ganz löblich. Das ist es also, das Huawei S&P 6 noch ganz frisch hier in Folie. Wir nehmen einmal die auf der Vorderseite ab und dann sehen wir hier das eigentliche Smartphone. Wie sieht es mit den Abmessungen aus? Es misst 132,6 x 65,6 mm und ist nur 6,18 mm dünn. Damit ist es meines Wissens das zweitdünnste Smartphone der Welt, denn es gibt mittlerweile in China auch schon ein noch dünneres Smartphone. Wir finden hier auf der Vorderseite ein 4,7 Zoll großes IPS Plus Display. Das löst nicht mit Full HD, sondern mit 1280x720, also HD auf. Das ergibt dann eine Pixeldichte von immer noch sehr ordentlichen 312 Pixel per Inch. Ansonsten die Hörmuschel und die 5 Megapixel Frontkamera. Ja, ihr habt richtig gehört. Also wir haben hier auch eine richtig hochauflösende Frontkamera. Ansonsten auf der Unterseite das Huawei Logo, keinerlei physische oder touch-sensitive Tasten. Wir haben hier On-Screen-Tasten. Geschützt wird das Ganze natürlich von Corning Gorilla Glass. Das S&P 6 wiegt 120 Gramm und ich kann euch sagen, es liegt wirklich ziemlich gut in der Hand, so vom Ersteindruck her, obwohl wir hier doch ein recht kantiges Design haben. Schauen wir uns das Smartphone von der Seite etwas genauer an und da fällt schon gleich dieser Aluminiumrahmen hier auf. Das wirkt sehr, sehr wertig. Ihr wisst es, ich bin ein alter Aluminiumfanatiker. Ich mag es, wenn Hersteller bei Smartphones auf Aluminium setzen, insofern finde ich das natürlich top. Wir finden hier den 3,5 mm Klinkenanschluss, der wird durch einen solchen, ich nenne das jetzt einfach mal Stift, den man einfach wieder hier hineinstecken kann, geschützt.
Sieht ganz nett aus, aber ich wage jetzt einfach mal vorherzusagen, dass den einige recht schnell verlieren werden. Insofern, ja, ich finde das nicht ganz sinnvoll. Ansonsten auf der Unterseite ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite finden wir dann deutlich mehr. Wir finden hier einmal den Einschub für eine MicroSD-Speicherkarte. Der 8 GB große interne Speicher kann nämlich erweitert werden. Die MicroSD kommt hier oben rein. Entschuldigt, das ist etwas verwirrend, da wir hier zwei ähnlich aussehende Slots haben. Und links unten kommt dann die MicroSIM hinein. Wir finden hier die Lauter-Leiser-Wippe auch aus Aluminium. Die hat einen sehr guten Druckpunkt hier vom Ersteindruck her. Und der Power-Button. Auf der Oberseite dann der Micro-USB-Anschluss sowie ein weiteres Mikrofon. Damit wären wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Meiner Meinung nach ein weiteres Highlight dieses Smartphones. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Schutzfolie. Die sitzt schon deutlich strenger und auch die nehme ich jetzt mal ab, denn auch hier haben wir wieder gebürstetes Aluminium und ich finde, das sieht einfach absolut toll aus. Fühlt sich absolut hochwertig an. Außerdem haben wir auch noch ein sehr leichtes Smartphone. Also wirklich alles, was ich mir persönlich von einem Smartphone wünsche. Ja, wie gesagt, das gibt es auch noch in Weiß beziehungsweise im Pink. Wir finden hier auf der Rückseite das Huawei-Logo, die 8-Megapixel-Hauptkamera sowie hier links unten den Lautsprecher. Wir haben einen 2000 mAh starken Akku, der ist natürlich fest verbaut, da wir hier wieder ein Unibody-Design haben. Wie gesagt, 8 GB interner Speicher, der natürlich erweitert werden kann. Wir wollen uns das Ganze jetzt etwas genauer anschauen. Wir betätigen für ein paar Sekunden den Power-Button, dann erscheint hoffentlich das Huawei-Logo und während das Smartphone hochfährt, erzähle ich euch wie immer die restlichen Daten. Wir haben ja als Plattform Android 4.2.2 Jelly Bean mit Huaweis hauseigener Emotion UI. Als CPU auch wieder etwas hauseigenes, wie schon beim SNP2, den HiSilicon K3 V2 Quad-Core Prozessor mit 1,5 GHz je Kern und außerdem noch 2 GB Arbeitsspeicher. Zu beachten ist die Tatsache, dass wir hier kein LTE haben. Beim Huawei SNP2 war ja sogar LTE Advanced mit an Bord. Und hier haben wir überhaupt kein LTE. Etwas unverständlich, denn wir haben hier ja denselben SoC, aber Huawei meinte, dass das aus Designgründen und vor allem auch wegen dem Akku hier einfach nicht machbar war, denn 2000 mAh ist etwas zu wenig für ein LTE-Smartphone. Das sehe ich nebenbei bemerkt ähnlich. Ja, Leute, was ist der Ersteindruck vom Huawei SNP 6? Es liegt gut in der Hand, es fühlt sich absolut hochwertig an. So wünsche ich mir ein Smartphone. Das kann schon fast mit dem HTC One mithalten, jetzt so vom Ersteindruck her. Alles Weitere dann natürlich im Test. Ja, das war auch schon wieder das Unboxing des Huawei SNP 6. In den nächsten Tagen folgen natürlich wieder zahlreiche Videos zu diesem Smartphone. Es fährt jetzt immer noch hoch, aber ihr kennt das von Huawei Devices. Die brauchen beim allerersten Bootvorgang etwas länger als andere Android-Smartphones. In diesem Sinne verabschiede ich mich, hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen und sagt ciao, bis zum nächsten Mal.